Herzlich willkommen zum 10. und letzten Video dieser Videoserie des Orgelbauvereins St. Bartholomäus in Zornheim. Ich bin heute nicht alleine hier, sondern habe unsere Vorsitzende des Orgelbauvereins St. Bartholomäus bei mir, nämlich Christiane Herz. Mein Name ist Christiane Herz, ich bin die Vorsitzende des Orgelbauvereins St. Bartholomäus und ich möchte mich zunächst bei Jörg Leuninger ganz herzlich für das Entwickeln und Durchführen dieser Videoserie bedanken. Albert Schönberger, der ehemals Domorganist in Mainz war, schrieb uns, dass wir mit diesem Projekt ein Zeichen setzen würden für die Lebendigkeit einer feierlichen Liturgie. Wir möchten mit der geplanten Orgel tatsächlich einen Beitrag dazu leisten, dass in unserer Kirche auch zukünftig lebendige und feierliche Liturgie stattfinden kann und dass außerdem in Rheinhessen das kulturelle Leben eine weitere Bereicherung erfährt. Es war uns ein Anliegen, Ihnen zu zeigen, wie limitiert die Möglichkeiten mit der heutigen Seifertorgel sind und was mit der zukünftigen Gleisorgel alles möglich sein wird. Ja, die Seifertorgel funktioniert noch, aber eben sehr limitiert. Und wir müssen befürchten, dass aufgrund des hohen Alters und der jetzt schon bestehenden technischen Probleme die Orgel eines Tages komplett ausfallen wird und dann für mehrere Jahre in dieser Kirche keine Orgelmusik klingen kann. Eigentlich wollten wir in diesem Jahr, dem 125-jährigen Weihjubiläum unserer schönen Zornheimer Kirche, mit vielen Attraktivitäten dem Ziel des Orgelneubaus einen großen Schritt näher kommen und zum Ende des Jahres die Beauftragung schaffen. Wir sind uns sehr bewusst, dass es in diesen Zeiten viele andere Prioritäten gibt. Die Videoserie ist gedacht, in Kontakt zu bleiben und Sie für unser Projekt zu begeistern. Das Projekt lebt von vielen, die sich engagieren. Daher haben wir das Motto gewählt, gemeinsam Großes schaffen. Natürlich können Sie helfen, dieses Motto zu unterstützen und unser Projekt bekannter zu machen, sei es im Familien- oder Freundes- und Bekanntenkreis. Natürlich freuen wir uns aber auch sehr, wenn Sie uns jetzt mit Spenden unterstützen möchten. Alle Informationen zu den Spendenkonten, zu Spendenmöglichkeiten sowie Pfeifenpatenschaften finden Sie auf unserer Homepage, die am Ende jedes Videos eingespielt wurde. Heute geht es uns aber vor allem darum, Sie als Multiplikatoren und Botschafter für unser Projekt Gemeinsam Großes Schaffen gewinnen zu können. Zwei Botschafter präsentieren wir in diesem Video, die sich schon besonders auf die neue Gleisorgel freuen. Diese möchten wir jetzt gerne zu Wort kommen lassen. Ja, als Ehrenbürger der Gemeinde Zornheim ist es für mich natürlich ein Selbstverständnis, dass ich mich hier für die Orgel sehr einsetze und mich bewegt schon seit vielen Jahren die Musik, die klassische Musik, und natürlich ist die Orgel ein Instrument, das durch ganz feine Töne, aber auch im Gotteshaus natürlich durch eine impulsive und große Dynamik einem ja manchmal wirklich sehr stark zu Herzen geht. Und so finde ich es wunderbar, dass wir einen Freundeskreis gründen konnten und wir in der Lage sind, jetzt eine neue Gleisorgel zu erwerben. Natürlich brauchen wir auch Unterstützer und Finanzen, damit das Ganze vonstatten geht. Und gerade hier unsere wunderschöne Zornheimer Kirche, die nun seit vielen Jahrzehnten diese alte Orgel beherbergt, da ist es notwendig, eben eine neue aufzubauen. Und ich habe zwei gute Beispiele von Gleisorgeln, einem der führenden großen Orgelbauer in Deutschland. Das ist einmal die Elbphilharmonie in Hamburg, wo ich das auch schon mal erleben durfte. Und natürlich St. Stephan in Mainz, eine wunderbare Gleisorgel, die ja wirklich einem zu Herzen geht. Und nichtsdestoweniger wollen wir natürlich hier auch in Zornheim neben der Gestaltung des Gottesdienstes auch gerne natürlich musikalische Events in Zukunft feiern und darbieten. Und je mehr wir Gönner und je mehr wir Freunde finden, desto eher können wir unser Projekt verwirklichen. Allen, die beteiligt waren und beteiligt sind, ein herzliches Dankeschön
und zögern Sie bitte nicht, uns zu unterstützen. Vielen Dank. Für mich ist die Orgel ein großartiges Instrument, mit dem ich seit Kindertagen durch die Kirchenliturgie schon sehr vertraut bin. Sie ist dadurch über die Jahre mehr oder weniger natürlicher Bestandteil meines Musikverständnisses und meiner Musikerlebnisse. Erlebnisse mit allen Sinnen, die prägend waren, so dass Kirchen- und Konzertbesuche mir heute noch sehr viel Freude und bleibende Erinnerungen bereiten. Als regelmäßiger Gottesdienstbesucher weiß ich, dass in der Kirche St. Bartholomäus hier in Zornheim die Orgelmusik seit Jahrhunderten zur Freude der Menschen und zum Lob Gottes erklingt. Dass dies in Zukunft auch so erhalten bleibt, soll die nach Sachverständigengutachten nicht mehr reparaturwürdige alte Orgel durch eine neue ersetzt werden. Und das auf qualitativ hohem Niveau, nämlich durch eine Gleisorgel. Das ist gut so, denn ich bin mir sicher, dass dieses Instrument Maßstäbe über die Grenzen der Gemeinde, über Rheinhessen und darüber hinaus setzen wird. Sie wird Kirchenmusiker wie Orgelschüler gleichermaßen begeistern. Schließlich hat die UNESCO vor 3 Jahren dem Orgelbau und der Orgelmusik als immaterielles Erbe der Menschheit eine Anerkennung verliehen. Daher begrüße ich die generationenübergreifende langfristige Investition in die Gleisorgel und versuche als Mitglied, den eigens gegründeten Orgelbauverein St. Bartholomäus nach Kräften bei der Realisierung des Projekts zu unterstützen. Ja, es ist mir eine Herzensangelegenheit, diese Aufgabe auch nach meiner 16-jährigen Ortsbürgermeistertätigkeit fortzusetzen und den rührigen Orgelbauverein bei seinen vielen Aktivitäten im Rahmen der Finanzierung zur Seite zu stehen. Gleichzeitig ermutige ich alle Freunde der Orgelmusik, dem Motto des Vereins zu folgen: Gemeinsam Großes schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Eckes und Herr Dahmen, für diese ermunternden Worte und Ihre tolle Unterstützung. Wir hoffen, dass Sie alle, die jetzt zuschauen, in ähnlicher Weise als Botschafterinnen und Botschafter für unser Orgelprojekt unterwegs sein werden. Ganz im Sinne von gemeinsam Großes schaffen. Damit sind wir nun am Ende dieser Videoserie angekommen. Wir wollen natürlich nicht ohne Musik enden, aber mit ganz schlichten Klängen. Und zwar dem irischen Segenslied »Möge die Straße uns zusammenführen«, gespielt in St. Stephan auf dieser tollen Gleisorgel. Vielen Dank für Ihre weitere Unterstützung. Bleiben Sie gesund und bis vielleicht ein andermal. Tschüss!